total schön ist. Also nochmal herzlich willkommen heute am 19. August 2009 zum 5. Schweriner Langstreckenturm, diesmal im Rahmen der Bundesgartenschau und in einem etwas neuen Gewand. Alle, die noch in der Schlange stehen, haltet uns. Von wem soll ich den Transponder noch gleich umfrickeln? Welche Nummer haben wir? Wir haben nur noch... Bobby! Schau mal vor, damit du auch ankommst. Bleibt ihr jetzt drin? Was? Bleibt ihr jetzt drin hier? Ich soll nämlich, wenn ihr... Mit. Vielleicht noch eine ganz kurze Ansage für die Boote, ne? Möglichst so fahren. Keiner. Ja, also. Ja, ja, halt. Alles klar! Alles gut, wir sind genug Boote da. Wir sind aus einem Presseboot. Presseboot. Schon ganz schön schnell. Nee, mach mal in aller Ruhe. Ja, das war der Startschuss. Die Kinder sind auf der Strecke. Und alle, die jetzt hier so viel eingefunden haben, sind 50 Jahre lang. Herzlich eingeladen, jetzt zuzuschauen, die Jüngsten. Und zwar Sportler, Alter, waren auf den 400 Meter Rundstrecke gegangen. Zum ersten Mal heute in Arbeit mit dieser Landschaftsbewegung, das Klimaschutz. Und es wird unterstützt durch die AOK gerückt, als kann ich die heute auch nicht präsentieren. Und Marcel Dima. Guck mal die Kleine hier vorne. Thank you.
Können wir vor die Ersten? Geht das? Da sind Pumpen im Wasser. So, damit haben wir das Kinderschwimmen als Premiere heute super überstanden. Alle Kinder haben toll gekämpft. Und erstmal werden jetzt die Kinder hoffentlich, wollte ich sagen. Einen Moment, ich denke, so genau am Ende für die Kinder. Kampfeinweisung für das fünfte Schweriner Langstreckenschwimmen über 2000 Meter um das Schweriner Schloss durchführen. Also, alle, die noch hier sind, wir freuen uns, wenn ihr die Siegerehrung mit den Kindern noch erlebt. Und ich sag mal, bis gleich. Hm? Was machen wir? Eins zu. Habe ich eigentlich schon. Hm? Jürf. Jürf. Sonst holt meine Bank wieder schnell. So, die Band macht noch immer einen Tusch. Die Band macht nochmal einen Tusch, bis wir hier fertig sind.